Die nächste Frage ist auch eine ganz praktische, aber von einem sehr wichtigen Bedeutung bei der Meditation. Das Sitzen bereitet Probleme. Also Etikett Schmerz dran kleben. Manchmal brauche ich so viele davon, dass sie mir auszugehen drohen. Ab wann ist es sinnvoller, falls überhaupt, sich einfach auf einen Stuhl zu setzen? Es ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch sowieso erklären wollte und der durch diese Frage also jetzt erklärt werden wird. Es ist so, dass das Sitzen auf dem Kissen bringt den Berührungskontakt, eine von den 5 Sinneskontakten. Alle Sinneskontakte, ganz egal welcher Art, ob das Hören oder Sehen, Riechen, Schmecken oder Berühren oder Denken sei, hat als automatische Folge ein Gefühl. Jeder Sinneskontakt. Die meisten Menschen sind überhaupt nicht gewahr, was sich da abspielt. Daher ist dies ein ganz wichtiger Punkt. Dieses Gefühl gibt es nur 3 Sorten. Angenehm, unangenehm und neutral. Mit dem Neutralen haben wir sehr wenig vor, weil unsere Achtsamkeit einfach nicht stark genug ist, um es zu merken. Und zweitens einmal, weil es wenigstens nicht unangenehm ist. Wir übergehen es vollkommen. Mit den angenehmen und unangenehmen Gefühlen haben wir sehr viel zu tun. Das nächste, was nach dem Gefühl kommt, ist dieses Etikettieren, wie hier gesagt wird, Schmerz. Was man auch erst merkt, wenn man anfängt zu meditieren, dass man das macht. Und dann kommt die Reaktion als 4. Und die Reaktion kann aussehen, das kann ich nicht leiden, das ist sehr unangenehm, das ist wahrscheinlich ganz ungesund, wo man die Blutzirkulation abschneidet, ich setze mich doch auf den Stuhl, nein, ich halte doch durch, ich werde schon denen zeigen, dass ich es kann, oder ich habe gehört, man lernt das, also was immer es auch sei, irgendeine Reaktion. Im Allgemeinen auf das unangenehme Gefühl eine negative Reaktion. Auf das angenehme Gefühl eine begehrliche Reaktion. Behalten wollen und wiederbekommen wollen. Und das Interessante daran ist, dass wir alle von morgens bis abends so leben. Und es lohnt sich nicht, so zu leben. Aber das merkt keiner, bis er es einmal erklärt bekommt. Und dann vielleicht Halt gebietet. Das Halt gebieten ist nicht so einfach, aber das Merken ist ganz einfach. Und gerade bei dem unangenehmen Gefühl der Sitzstellung. Wenn das also hochgekommen ist, das unangenehme Gefühl, und der Geist sagt Schmerz, und dann sagt er, ich möchte mich doch auf den Stuhl setzen, kann ich das jetzt zwischendurch machen oder muss ich das später machen und wo kriege ich denn den Stuhl her? Und jetzt sind sie schon alle besetzt und ich hätte mir es doch gleich einholen sollen und vielleicht hätte ich einen von zu Hause mitbringen sollen und so weiter und so weiter. Das geht dann so 5 bis 10 Minuten ungefähr. Wenn man merkt, was man da macht, zurückgehen, noch einmal von vorne anfangen. Was ist hier geschehen? Berührungskontakt. Was habe ich bekommen? Unangenehmes Gefühl. Was habe ich damit gemacht? Ich habe es Schmerz genannt und habe mich dagegen aufgelehnt. Kann ich versuchen, anders damit umzugehen? Jeder kann das kurzfristig. Noch einmal, Berührungskontakt, unangenehmes Gefühl, fallen lassen und nicht reagieren und zurückgehen zum Atem, auch wenn es nur 1 Minute ist. Und dann kommt der Schmerz wieder, das unangenehme Gefühl, und der Geist ist wieder engagiert damit. Nochmal versuchen, 2-3 nicht reagieren.
Es ist sehr hilfreich. Erstens mal lernen wir den vorprogrammierten Ablauf kennen, mit dem jeder Mensch von morgens bis abends sich abgibt. Nur wer sich lange genug schon trainiert hat, das nicht zu tun, ist in der Lage, da einzuschreiten. Das ist das Erste, dass wir kennenlernen, was es bedeutet überhaupt, die ganze Sache mit unseren Sinneskontakten. Das Zweite ist, dass wir lernen, ich muss nicht reagieren. Es ist möglich, nicht zu reagieren. Und dann ist es sehr leicht möglich und sehr wahrscheinlich, dass der Geist sagt, das ist ja hochinteressant, aber so kann ich nicht sitzen. Auch in Ordnung. Vollkommen in Ordnung. Langsam, vorsichtig umsetzen. Andere Stellung einnehmen. Langsam, um sich selbst nicht allzu sehr zu stören, um den Nachbarn nicht allzu sehr zu stören. Und dann sich selbst einmal zugeben, dass man wieder einmal ein Opfer seiner unangenehmen Gefühle geworden ist. Das ist total in Ordnung. Da ist nichts falsch dran. Das Neue daran ist, dass wir es endlich mal gemerkt haben. Denn wir werden Opfer unserer angenehmen und unangenehmen Gefühle ständig. Ohne Unterlass. Entweder wollen wir sie haben oder wir wollen sie loswerden. Das ist natürlich ein sehr begrenzter Weg und Art zu leben und nur meditativ zu durchbrechen. Daher ist dieses unangenehme Gefühl in der Sitzstellung sehr hilfreich. Aber es bedeutet nicht, dass wir hier sitzen, um zu leiden, um körperlich zu leiden. Es bedeutet auch nicht, dass wir hier sitzen, um irgendetwas zu beweisen, dass wir so sitzen können. Es bedeutet auch nicht, dass wir die Zähne zusammenbeißen und uns da durchbeißen durch diese Unannehmlichkeit. Es bedeutet, dass wir uns selbst einmal kennenlernen. Und eines Tages ist es so, dass wir freiwillig reagieren oder nicht reagieren, aber nicht mehr gezwungen sind zu reagieren. Und das ist natürlich ein Schritt in die Freiheit. Daher, sich gleich von vornherein auf einen Stuhl zu setzen, eliminiert die Möglichkeit dieses Kennenlernens. Und wenn es möglich ist, das zu tun, was ich eben erklärt habe, so ist das sinnvoller.